noch ein bisschen Prestige einsacken. Oh, sie bildet jetzt doch langsam in der Taverne Truppen aus. Drakorian kommt auch langsam wieder mit Truppen in Schwung. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. So, da kommt sein letzter Soldat an. Und dann können wir auch gleich unseren Angriff beginnen. Solange wir nur genug Kanonen haben, dürften wir da durchbrechen wie nichts. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. So. Schlacht gewonnen, wahrscheinlich wieder zwei Kanonen verloren. So, jetzt nehmen wir ihr das Territorium weg. Gut. Gebt acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsposten. Nein. Fünf von denen bitte. Ich brauche keine Kaufleute. Mir reichen die normalen Händler. Also, wie heißen sie? Ja, die normalen Händler reichen mir statt drei halt fünf. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Nehmen wir mal die Werkzeuge. Die könnten wir ja theoretisch... Wo ist es denn? Hier verscherbeln. Eine neue Handelsoption ist verfügbar. So. Gucken wir mal. Dir fehlt eine Kanone. Und dir fehlt eine Kanone. Das richtig sehe. Ja. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle. So, dann gehen wir mal Drakorian als nächstes richtig auf die Nüsse. Indem wir sein... eine Stadt mit ziemlich viel beömpfen. Ja, ich hätte wahrscheinlich erst warten sollen, bis ich Rowin ausgeschaltet habe. Oh, jetzt wird hier +1 richtig angezeigt.
ja nicht so schlimm, dass Rowin die gesamte Handelskarte übernommen hat. Interessant wird es dann eher, wenn Dracorian versucht, mich anzugreifen. Meine Geistlichen sollten aber eigentlich alle unterwegs sein, ja. Die ziehen beide hier lang. Werden sich aber beschweren. Ihr werdet von feindlichen Truppen angegriffen. Naja, da haben wir Dracorians Angriff. Schicken wir mal sicherheitshalber unsere Armee dorthin. Da wir jetzt so viele Steine haben. Können wir ihren Speed etwas erhöhen. Auch nachher hier hoch in dieses Territorium. Das war der falsche, egal. Ups, egal. Naja, wie man sieht, hat Dracorian auch keine wirkliche Chance. So, ich glaube, die Geistlichen haben sich schon aufgeteilt. Ja, die ersten sind auf dem Weg. Dahin. Okay, du zurück. Ja, das schafft Dracorians Sicht. Ihr habt eine Quest erfüllt. Das war ein köstliches Mahl, ein aufschlussreicher Tribut. Wie versprochen wird der Vulkan bald einen kleinen Schluck aufbekommen. Jo. Da wird Feuer gespuckt auf Dracorian, würde ich sagen. Oh, da trifft sie einfach Rowin. Was hat das jetzt angerichtet? Nee, Baldurus hat das nicht getroffen. Und ich merke ehrlich gesagt nicht, dass das Rowin oder Dracorian getroffen haben soll. Außer es hat seine Armee getroffen, aber das sieht auch nicht danach aus. Da kommen meine Geistlichen für den Alraunhügel, während wir jetzt Rowin unter Belagerung nehmen. Euer Königreich wird angegriffen. Wo? Ach so, das da. Na komm ruhig, Dracorian.
So, und gegen die paar Truppen kommt einer meiner Generäle auf alleine klar. Ihr wart erfolgreich in der Erfüllung einer Quest. Die Quellgeister in meinem Rücken sind verschwunden und ich finde wieder in den Schlaf. Wie versprochen soll meine Privatarmee euren Widersachern eine Lektion erteilen? Mhm. Damit zwingen wir Rowin in die Knie. Und Drakorian dazu, sich in seinen Heimatbereich zurückzuziehen. Sehr schön. So, du brauchst zwei neue Kanoniere. Zwei Privatarmeen. Ach, auch gut. Ach so, der greift doch Rowin an. Mit diesem Außenposten. Und unser Sieg und Attacken aus Wind und Zerfettung bei Lungen im Massen gebe ich nicht. Aber ich verspreche euch, dass dieses Schurkenstück gegen unser Volk nicht ungestraft bleibt. Die Siedler werden sich euch niemals beugen. Nein, das ist doch nicht möglich. König Baldur hat meine Schwester gefangen und in Ketten werfen lassen. Keine Angst, Rowin, dein Retter naht. Au, er holt sich eine zweite Armee. Ah. So, das heißt, wir haben Rowin geschlagen. So, was fehlt dir denn? Zwei Pikiniere und drei Kanonen. Brauche ich für diese Armee. Zwei Pikiniere, drei Kanoniere. Ich glaube, ich rufe gleich zum Gegenschlag auf, weil die brechen da gleich durch. Ja, Questtafel. Wir haben eine von zwei besiegt. Ja, das wird jetzt verlustreich, das weiß ich schon. Ihr bleibt hier.
das bessern wir noch aus. Aber wir speichern hier jetzt auch erstmal wieder. Jo, speichern. Und dann gibt es einen kleinen Cut. Bis gleich.